die hellen Gebiete, soweit ich weiß, begehbar. Eine Holzstatue haben wir gefunden. Oh, Lady Tokiwa, ein neuer Mitama haben wir bekommen. Random. Ich habe immer gedacht, die gibt es nur bei Bossen. Aber anscheinend nicht. Ah, hier gibt es doch was. Ich wusste es. Kann nicht sein, dass es da so ein Gebiet gibt, das so vollkommen leer ist, sozusagen. Großes Ohr haben wir bekommen. War hier nicht noch was? Okay, haben wir auch bekommen. Sehr schön. Dann geht's hier weiter. Normalerweise müssten die Imps, die wir hier töten, ja auch zu der Quest zählen. Die wir da nebenbei... Oh, guck mal, das Schiff bewegt sich hoch und runter. Das ist ja mal geil. Sowas finde ich immer besonders schön, wenn die Level so ein wenig interaktiv sind. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, das ist ja trotz allem nur ein Handheld-Spiel. Das war ja eigentlich für die PS Vita draußen. Aber es sieht schon richtig geil aus. Oh, ein Respawn. Ausgewichen. Das geht also auch. Und Mission geschafft. Gucken wir kurz, ob es noch irgendwas gibt, was wir noch nicht gesehen haben. Scheint aber nicht so. Gehen wir mal ins andere Gebiet rein. Aber wir sind wieder zurück quasi. Yeah. So, nächste Mission geschafft. Schon wieder fast Level 2 geworden. Der Olle. Und da ist der Mitama, den wir bekommen haben. Ich bin darauf vorbereitet, mein Leben zu opfern. So, gucken wir mal kurz, ob das gezählt hat. Nee, das hat nicht gezählt. Vielleicht sind das gar keine Imps. Da haben wir 43 von 99. Weißer Faden, okay. So, du bist also der neue Rekrut. Meine kleine Schwester möchte weißen Faden von einem Menschenjäger. Ich würde es für sie organisieren, aber ich bin beschäftigt. Könntest du das für mich tun? Aber erzähl nichts meiner Schwester. Okay, das machen wir. Haku nur, dafür, dass ich einen Boss gekillt habe. Okay, hier, verzauberte Kleidung. Die Menschen des Dorfes haben mich aufgezogen, als ich meine Eltern verloren habe. Also möchte ich meine Dankbarkeit zeigen mit einem Tanz. Wenn ich ein paar verzauberte Kleidungsstücke bekomme, Tatara würde ein Kostüm für mich machen. Kannst du mir helfen? Ja, das können wir machen. Ich denke, das ist insgesamt ganz gut, wenn wir hier die Sachen machen, weil dadurch ja wohl dann auch das Dorf verbessert wird. Nehme ich jetzt einfach mal an. Gehen wir nochmal kurz speichern und gucken, ob unser Tier wieder zurück... Das ist wieder zurück. Der Stenko. Piu! Sehr gut. Clamshell, Talisman. Sehr gut, sehr gut. Warte mal, Moment, zurück.
Wir können Snacks für das Tier kaufen, hallo? Wir müssen Snacks kaufen. Vielleicht freut sich das dann, wir müssen uns ja drum kümmern. Müssen wir auf jeden Fall mal gucken, ob wir ein bisschen Futter organisieren können. Der Shop war ja das hier. Servus. Materials. Alter, willst du mich verarschen? Das ist teuer. Tenko Lunchbox. Wir kaufen das. Wir kaufen das mal zwei. Okay. Weil durch Kaufen oder Verkaufen von Gegenständen im Shop wird dein Wert als Kunde sich erhöhen. Wenn du ein besserer Kunde wirst, wird dir ein größeres Angebot an Items gemacht zum Kauf. Okay, das ist gut. Also wenn wir viel einkaufen, wird das auch immer besser für uns. Ach was, wenn du dem eine Lolli gibst, dann bekommt das eine tiefe Stimme. Das ist ja krass. Das ist mir viel zu krass gerade irgendwie. Bisher bin ich ein bisschen überwältigt. Aber jetzt kriegt er hier mal so ein dickes Lunchbox-Paket. Das findet er gut. Okay, also die Zahlen neben den Materialien zeigen an die Seltenheit mit einem Maximum von 9. Je höher die Zahl, desto schwieriger wird es, das Material zu bekommen. Confirm. Alter, wie geil. Oh, es hat einen Geschmack. Alles klar? Nachdem es den Snack gegessen hat, scheint die Stimmung deines Tenkos sich verbessert zu haben. Das ist ja mal geil, ey. Und jetzt? Schicken wir den mal weg. Und weg ist er. Wahrscheinlich hat Stimmung und so weiter dann direkten Einfluss darauf, wie gut die Sachen sind, die wir bekommen. Ist jetzt meine Theorie. Wäre auf jeden Fall super nice, wenn es dann wirklich so wäre. Ist eine coole Sache. So, dann würde ich sagen, gehen wir gleich in die nächste Mission, beziehungsweise kurz mal gucken, Mitama, was können die denn? Next Page. Next Page. Touchpad. Keine registriert. Das, ach so, ich verstehe. Details. Kann ich nicht gucken? Nee, kann ich wohl nicht. So, egal. So, nächste Mission. Vernichte die Oni-Horde. Das machen wir doch gerade mal. Klar. Nein, wir werden nicht verletzt, keine Angst. Wir sind hier die Oberchecker. Oh, da sind wir aber hier im alten Gebiet. Und wir müssen bei 1 müssen wir die Oni-Horde vernichten. Schon mal gut zu wissen. Gehen trotzdem hier Sachen einsammeln. Selbstverständlich. Das sieht doch ganz schön nach einem Imp aus, oder? Der ist stärker als vorher auf jeden Fall. So viel ist mal sicher. Voracious Fang, okay. Sieht ein bisschen aus, als hätte ich mehr HP als vorher. Aber ob das. Ah, hab ich sogar. Muss ich haben. Ich habe ja den Stamina-Boost bekommen gehabt.
kommt mir natürlich entgegen dann in dem Moment. Drüben gibt's doch was. Sehr gut. Erde bekommen. Das brauchen wir ja auch für eine dauerhafte Quest sozusagen. Wir waren erst so ein bisschen Angst vor den Viechern hatten und jetzt haut er einem ganz schön auf den Kopf. Die Frage ist, wenn wir jetzt hier nicht kämpfen, weil die anderen die so schnell kaputt machen, ob wir dann gleichzeitig auch nicht leveln oder so. So, jetzt müssen wir die Horden kaputt machen. Sollte aber kein Problem darstellen. Gab's hier nicht was? Genau, hier vorne gab's doch Loot. First Wave. Ach, das ist wahrscheinlich wieder sowas wie mit dem Tiger oder was das war. Vorne nochmal gerade eingesammelt. Wieder Onis aufgetaucht. Und hier ein größerer. Oder sind mehrere? What the fuck, du Arsch? Die sind auf jeden Fall stärker. Vom Gefühl her. Cool mit dieser Position, ehrlich gesagt. Oh, da ist einer. Den kennen wir ja schon. Ist er schon down? Tatsache. Die dritte Welle ist auch kaputt. Und ich glaube, das heißt, wir haben Mission accomplished. Sehr gut. Alles eingesammelt, was man so einsammeln konnte. Dann beten wir hier nur gerade mal. So, wie das mit dem Multiplayer funktioniert, ich habe noch keine Ahnung. Ich habe jetzt keinen extra Punkt wegen Multiplayer gesehen. Oh, er ist Level 2 geworden. Speed Bonus, sehr gut. Sowas gibt es also auch. Wenn man besonders schnell ist. Oh, es gefällt mir aber richtig gut, ohne Scheiße. Genau sowas habe ich mir gewünscht. Im Grunde genommen eine Monster Hunter für Konsole. Geh mal kurz gucken, ob wir was abgeben können von den Nebenquests. Nö. Aber vielleicht ist unser Tenko wieder da. Ist es auch, sehr gut. Wahrscheinlich nach jeder Mission. Sehr gut. Kriegst auch wieder was zu essen. Oh. Gefällt immer noch. Und es ist die Stimmung wieder besser geworden. Hat 5 Pfotenstimmung, sage ich jetzt mal. Sammeln wir davon mal was. Das ist eigentlich ganz cool. Du kannst ja, weil das ja nur in Gebiete geht, wo du schon warst, das quasi schicken und so die lästigen Farmarbeiten machen lassen.